rein theoretisch ein Finale haben zwischen einem 17-Jährigen und einem 37-Jährigen. Oh, oh, hier geht's aber schon heißblütig her. Okay, also entweder hat er Ansage gekriegt, macht das Ding vorzeitig, so schnell wie es geht. Save the strength. Das war schon fast ein Muay Thai-Wurf, aber natürlich die Dynamik in diesen ersten Sekunden. Ja, aber Morina mit seinen jungen 17 Jahren treibt hier Hartmann außen rum. Was konditionell natürlich auch ein Vorteil ist. Hat gerade gute Technik gezeigt. Rechter Aufwärtshaken links auf der Außenbahn. Hat Größenvorteile, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt... Oh, der Knie zum Kopf gezogen. Ich bin mir nicht sicher. Es sieht nicht so aus, als hätte er schon angeklingelt. Ja, schade. Das war saugefährlich. Aber der kam durch, ne? Ja. Knie zum Körper. Auf die Midsection. Hartmann hier schöne Kombination, abgeschlossen. Auch schon rechter Low-Kick. Oh. Also Morina mit seinen 17 Jahren lässt ja einiges vom Stapel. Ja. Hartmann auch jetzt nach der ersten Minute schon mit blutender Nase. Also es ging richtig schnell. Low-Kicks. Nochmal die rechte Außenbahn genutzt. Nochmal. Eingesprungenes Knie. Und das ging durch. Da zeigt sich der Muay Thai-Stil. Die Knie kommen da sehr, sehr gut getimt. Aber auch boxerisch schön. Ja. Immer die linke zum Körper, die rechte zum Kopf. Rechte gerade. Die Aufwärtshaken mit Ansatz. Spinning Heel Kick. Also jetzt war ich vom Gong überrascht, war doch sehr schnell. Also Morina für mich. Wow. Super Überraschung, der Typ. Also ich sag's nochmal, 17 Jahre und hat gerade die erste Runde super abgeliefert. Steht in der Ecke. Er lässt sich auch hier nicht einschüchtern. Dass er kämpft gegen ausgewachsene Männer, ne, als Jugendlicher. Ja. Könnte nachher im Finale eventuell auf einen 37-Jährigen treffen. Juckt ihn aber sichtlich überhaupt nicht. Hier nochmal schön die Zeitlupe gesehen mit dem rechten Aufwärtshaken und die linke als Schwinger. Und steht in seiner Ecke, atmet völlig ruhig, als wäre der Ruhepuls schon wieder da. Und ist bereit, du siehst es. Körpersprache. Es gibt natürlich auch Selbstbewusstsein, er weiß ganz genau, ja, was er da in der ersten Runde angestellt hat. So. Felix mit dem Low-Kick und die Antwort prompt von Albion mit der rechten Geraden. Schnelle Schläge, sehr präzise. Boah! Toller Abschluss mit dem Low-Kick. Da war gut Effet drin. Jetzt in der Ringecke, mal gucken, was passiert. Okay, da wird mal kurz gehalten, da wird die möglichen Schläge, möglichen Dritte neutralisiert. Schön auf den Körper. Morina abgeschlossen mit Low-Kick. Immer schön, eine zum Körper, eine zum Kopf. Ja. Yeah. Spinning Back-Kick auf die Midsection. Knie erneut. Ja, da ist bei Felix Hartmann jetzt auch richtig Blut im Spiel. Das beeinträchtigt natürlich beim Atmen, was auch nicht ganz so cool ist. Er hat den Stunt quasi vom Muay Thai so ein bisschen adaptiert. Klasse. Wieder Low-Kick zum linken Oberschenkel, der färbt sich auch schon rot. Okay, auf der Außenbahn. Ja, auch wenn der Handschuh dazwischen liegt, das merkst du trotzdem.
Also mir kommt die Dosierung der Schläge, der Aktionen von Albion sehr, sehr gut rüber. Hat in meinen Augen beide Runden für sich entschieden. Auch geduldig. Also Albion Morina super geduldig. Abgeklärt. Ja, absolut abgeklärt. Nichts Überstürztes. Ja, bisher jede Aktion, jede Idee, die er umsetzen wollte, musste er nicht abbrechen, weil er sie gut getimt hat. Da auch Spinning Back Kick. Ja. Weiß er natürlich auch. So, Zeta Karaca hier links zu sehen. Nochmal die Worte. Wahrscheinlich das Risiko, so hoch zu gehen, dass er in der dritten Runde es vielleicht für sich entscheiden kann. Aber ich bin gespannt. Ja, auch das schön zu sehen. Freundschaftliche Umarmung vor der letzten Runde. Die dritte und letzte Runde. Ein doch anderer Kampf als der erste, nicht so viel im Innenfall. Und wieder auf den linken Oberschenkel. Und nochmal, diese Beharrlichkeit, das kann sich auszahlen. Die rechte diesmal durchgekommen, er hat geklammert. Ja, wieder auf den Oberschenkel. Wir hatten es vorhin, als wir über den anderen Kampf gesprochen haben, wo wir gesagt haben, wenn du aufs Bein lang genug drauf feuerst. Okay, angetäuscht, auch nicht schlecht. Wenn du fünfmal auf den Lookkick gegeben hast, kurz übers Knie, dann machst du mal den Highkick. Und wieder. Aktion abgeschlossen mit dem Lookkick, also. Die rechte durch. Noch 50 Sekunden. Und wie ruhig, der Junge ist 17 Jahre alt. Ja, wie gesagt, 19 Siege. Er hat schon einige Sachen gekämpft und da spielt die Erfahrung dann auch eine große Rolle. Linke in Richtung Leber. Rechte zum Körper. Sehr variabel, also nicht nur steif auf den Kopf, sondern zum Körper. Low Kicks auf die Beine. Auch immer mal wieder so eine rechte Overhand und kam immer durch bis jetzt. Da war, glaube ich, noch kein Handschuh dazwischen. Oh, die rechte gerade durchplatziert. High Kick. Noch kurze Klammer. Die letzten Sekunden sind angebrochen. Also ich sag dir ganz ehrlich, bei 3x3 wäre das Ding nicht über die Zeit gegangen. Sag mir mein Gefühl. Also das, da hat man gesehen, der Youngster brilliert hier mit seiner Performance und kommt souverän in die, tja, die zweite Runde und nachher ins Halbfinale. Also hier traust du dich eine Prognose abzugeben, ne? Ja, da tue ich mich gar nicht erst, gar nicht schwer, das ist so. Ich glaube, das ist für Sie daheim an den Rechnern oder am Fernsehen oder am Handy ebenso zu sehen. Ladies and Gentlemen, nach drei harten Runden, der entscheidet durch die Punkte der Stimme. Der Sieger von Walter im Turnier kommt aus der blauen Ecke. Albion, the Gladiator, Morina. Und macht auch jetzt danach noch einen frischen Eindruck. Bin gespannt, wie er die zweite Runde bestreiten wird. Und wenn ich das richtig...